Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich hier in Wien zu Gast bei Florian Korschat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Dem CEO von Palace Capital. Servus. 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 Du hast ja echt eine atemberaubende Firma hier aufgebaut, echt schon viele Mitarbeiter und tollen Auftritt auch bei Instagram und einen Lifestyle, den nicht jeder leben kann, sage ich jetzt mal. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Wie hat es denn bei dir so angefangen? Was waren so deine ersten Schritte in dem Bereich des Unternehmertums? Ich wollte eigentlich schon mit 16 selbstständig werden. Mit 16? Das ist mir aber nicht gelungen, weil ich war in einem kleinen Umfeld, schulisch natürlich sehr eingebunden. Und es gab damals das Internet noch nicht so stark. Also ich konnte nicht nachschauen, wenn zum Thema reich werden und Geld verdienen. Und ich hätte mir damals eigentlich schon einen Mentor suchen sollen. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Und dann ging es über verschiedene Karrierestationen, also viel gearbeitet, auch Jobs gemacht und dann erste kleine Firma gegründet, Immobilien vermittelt, Geschäfte gemacht, Deals gemacht. Und, als Makler dann? Als Makler, ja. Auch zusätzlich Beratung gemacht, für eine große Wohnbaugenossenschaft am Wochenende Wohnungen verkauft, also das ganze Wochenende in so einer Musterwohnung, also man muss sich vorstellen, ein großer sozusagen Betonbau, der noch nicht fertig ist, Rohbau und eine Wohnung ist fertig und dort haben wir mit 3 Studenten Tag- und Nachtwohnungen verklopft. Und das war dann nebenher, neben der Schule oder neben dem Studium? Oder? Das war neben dem Studium und dann bin ich zu einem Immobilienfonds gekommen, habe dort das Management übernommen und dann später zu einer Bank und dann endlich selbstständig und seit 13 Jahren gibt es jetzt die Palace Capital in der Form, wie du sie heute kennst. Okay. Und eure Geschäftsfelder, wie unterscheiden die sich? Also ihr habt da ein Immobilienfonds, ihr macht Nachfolgeregelung viel? Ja, also wir haben 2 Säulen. Wir machen Real Estate, also Immobilienfinanzierung und wir machen KMU. Im Real Estate sind wir vor allen Dingen aktiv bei der Finanzierung von Projektentwicklungen. Ja. Das heißt, wenn einem Projektentwickler das Eigenkapital ausgeht, das heißt, wenn er zu wenig Eigenkapital hat, bekommt er das von uns durch Mezzaninkapital. Und im KMU-Bereich betreuen wir Nachfolgeregelungen, wir kaufen auch Unternehmen selbst. Wir betreuen Ein-Bild-Konzepte, das heißt, wenn jemand sagt, er möchte in einer Branche größer werden, indem er andere Unternehmen zukauft und auch die gesamte Finanzierung im KMU-Bereich. Das heißt, wenn du expandieren möchtest und zusätzliches Kapital brauchst, sei es Private Equity oder Mezzaninkapital, dann kommen die Firmen zu uns. Okay, und was sind so die Bedingungen jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ich einen großen Immobiliendeal habe, nicht genug Eigenkapital habe und mit dem zu dir komme und sage, hey, schau mal drüber, ich brauche so 1 Million. Wie sind so die Bedingungen von dem Deal, die ihr abcheckt? Wo man also 1 Million wäre jetzt nicht wirklich groß. Ich sage dir vielleicht ein anderes Beispiel, du hast einen Deal, der ist 20 Millionen. Ja. Ne? Das Wichtige ist, dass dort eine Bank das daran glaubt, dass mit einer normalen Senior-Lohnfinanzierung, dass die Bank sagt, passt, ich gebe dir von diesen 20 Millionen, gebe ich dir 15 oder 16. Oder machen wir mal ein Beispiel mit 16. Ne? Und du musst aber 4 Millionen Eigenkapital zur Verfügung stellen. Und wenn du sagst, von diesen 4 Millionen hast du zum Beispiel nur eine, dann können wir dir die zusätzlichen 3 Millionen geben. Okay. Es gibt auch Varianten, wo wir dir die 4 geben können, dann musst du halt viel vom Profit abgeben. Okay, und das ist dann profitorientierte Vergütung oder Fixzins oder wie? Ja, da gibt es mehrere Varianten. Das hängt natürlich vom Projekt ab. Wo ist das Projekt? Wie ist deine Story des Projektes? Wie ist die Laufzeit? In der Regel kostet das so zwischen 10% und 20% per annum. Kann man einen Teil fix machen, einen Teil erfolgsorientiert. Und das ist aber relativ individuell auszugestalten. Okay. Und man braucht das nicht lange, weil so ein Projekt sollte ja zwischen 12 und 24 Monaten abgeschlossen sein und das geht dann relativ schnell, dass du das Geld wieder zurückführst. Okay, und wo genau kommen dann die Gelder her, die ihr investiert in derartige Projekte? Ist das euer Eigenkapital oder? Ja, wir haben einen eigenen Fonds. Das Seed-Kapital dieses Fonds kommt von uns selbst und da sind natürlich auch Investoren drinnen, Family and Friends, institutionelle Anleger, Versicherungen, die dort Geld einzahlen und uns das anvertrauen. Okay, und der Fonds investiert halt eine Asset-Klasse davon, ist eben das Mezzanin-Thema und teilweise kauft ihr auch wahrscheinlich selbst dann Immobilien. Genau. Ja. Alles klar. Und der andere Bereich mit der Nachfolgeregelung, wie genau kann man das verstehen? Es gibt sehr viele Unternehmer im Dachraum, die große Unternehmen aufgebaut haben und wo die Kinder einfach sagen, sie machen was anderes. Ja. Die wollen nicht einsteigen ins Unternehmen. Und da steht der Unternehmer vor der Herausforderung, was mache ich jetzt damit? Ich möchte, dass das Unternehmen weiterlebt, dass das Unternehmen in gute Hände kommt, aber gleichzeitig möchte ich auch einen guten Exit machen und für mein Lebenswerk belohnt werden. Das heißt, ich möchte auch Cash-Out machen und das ist ein sehr komplexer Prozess. Und den macht der Unternehmer in der Regel nur einmal in deiner Karriere und das muss man professionell machen. Und wir bieten da erstens einmal die professionelle Hilfe an, wie man das gestaltet. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Gibt es zum Beispiel eines,
Was sehr interessant ist und auch gern gemacht, ist der Management Buyout. Mhm. Das heißt, das Management kann das Unternehmen vom Unternehmer abkaufen. Mhm. Das Management ist in der Regel schon lange drinnen und kennt natürlich die Prozesse, und da gibt es Kapitaltöpfe, die solche Prozesse finanzieren. Okay. Ja? Okay. Und wenn du jetzt sagen müsstest, welcher Geschäftsbereich von denen der dein Lieblingsbereich ist, was würdest du sagen, der erste oder der zweite? Kann ich nicht sagen, es ist beides total spannend. Beides total spannend, ja. Weil wir überall mit tollen Unternehmerpersönlichkeiten zu tun haben. Mhm. Ja? Es gibt tolle Real Estate-Entwickler und es gibt tolle Produzenten, die mhm. im Maschinenbau und Anlagenbau tätig sind. Ja, okay. Das hängt immer von den Persönlichkeiten ab und die sind in der Regel spannend. Okay. So, jetzt hast du in deinen vergangenen Jahren schon sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, viele Fehler wahrscheinlich auch gemacht. Und wenn du jetzt nochmal zurückschauen könntest zu dir vor 10, 15 Jahren, zum Beispiel als 16-Jähriger, weiß ich schon, okay, du hättest dir einen Mentor suchen sollen mit 16. Und was danke, noch, dass du mich so jung schätzt übrigens, 10, 15 Jahre zurück als 16-Jähriger. Ja. wenn du jetzt dir nochmal Tipps geben könntest, ja, was würdest du dir für Tipps geben oder was würdest du anders machen? Ich muss es nochmal sagen, weil es einfach so wichtig ist. Ich würde mir auf alle Fälle einen Mentor suchen. Also mhm. jemand, der in der Branche, wo ich hin will, entweder als Unternehmer oder als Real Estate Entwickler, einfach der Beste ist. Wo ich sage, der Typ hat es geschafft. Willst du mein Mentor sein? Was sind die Bedingungen? Was bietest du mir? Ja, müssen wir uns im Anschluss mal unterhalten. Ja, machen wir einen Deal. Ja, machen wir einen guten Deal, ja. Also wirklich jemand, der auch wirklich nachweislich gezeigt hat, dass er in seiner Branche das hinbekommen hat. Mhm. Ja? Also nicht nur ein Lehrer, ja? Ja. ein Coach, sondern jemand, der das auch kann. Dann würde ich relativ früh und noch früher wahrscheinlich verkaufen lernen. Also mhm. ich wollte nie gerne in die Schule gehen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich einen Mentor gehabt hätte oder die Kraft, mhm. vielleicht aus dem Internet damals, Schule verlassen und wäre zu einem Strukturvertrieb gegangen. Mhm. Beim Strukturvertrieb lernst du verkaufen, lernst du deine finanziellen Zahlen in den Griff zu kriegen, ja, ja. zu planen, lernst du Kundengespräche, wirtschaftliche Zusammenhänge etc. Also ich wäre zu einem AWD, den gibt es heute nicht mehr in der Form, aber zum Strukturvertrieb verkaufen gegangen. Herr Maschmeyer ist das doch die Firma AWD, genau, oder? Genau, gibt es heute nicht mehr, aber sowas Ähnliches gibt es Anschlussorganisationen. Also Mentor, ich hätte verkaufen gelernt. Ich hätte gelernt, dass man wirklich auch sparen muss, mit dem Geld sorgfältig umgehen und wie man es dann auch investiert, weil auch ich habe zu Beginn wahnsinnig viel Kohle rausgeschmissen. Ja. Das war natürlich alles super und leider, wir haben echt viel Spaß gehabt, mhm. ja. aber es hätte mit 50% des Spaßes auch gereicht und da hätte man das Geld gut investiert. Also das sind so die drei Bausteine, die ich jedem Jungen auch mitgeben kann. Okay, aber jetzt ja. gibst du doch immer noch viel aus, oder? Ich gebe immer noch viel aus, aber ich habe gerade gestern die Frage gestellt, wie viel Prozent seines Nettoeinkommens sollte man ausgeben, mhm. damit trotzdem noch genügend Geld zum Vermögensaufbau übrig bleibt? Wie viel schätzt du? Wie viel Prozent? 10%, ja genau. Und wenn die 10% halt entsprechend viel sind, wenn das halt entsprechende Beträge sind, kann man trotzdem schön leben. Ja, das ist richtig. Bei mir ist es halt das Thema, ich habe jetzt eine Struktur aufgebaut mit GmbH, die operativ tätig ist, und eine Holding, wo ich steuergünstig ja. ausschütten kann. Und privat gebe ich mir natürlich nichts, weil sonst müsste ich ja Einkommenssteuern und Gewinnausschüttungssteuern viele bezahlen. Wie würdest du in so einer Struktur dann die 10% regeln? Also würdest du dann irgendwie die GmbH-Einnahmen, wenn einem die GmbH komplett gehört, mit einrechnen irgendwie ins Gehalt oder nicht? Also die 10% kannst du natürlich nur rechnen von dem, was du dir netto dann an Dividenden ja. oder Gehalt oder sozusagen Ausschüttungen nimmst, weil den Luxus kannst du nur vom versteuerten Geld sozusagen bezahlen. Aber der Vermögensaufbau findet ja in der GmbH, in der Holding statt. Ja, beides. Man kann es auch privat machen. Mhm. Ja, man sollte ja immer als Unternehmer schon schauen, dass das Unternehmen an sich einen Vermögensaufbau ja. hat, aber auch privat. Okay. Ja. Sollte man beides machen. Ja. Okay. Es schadet nichts, wenn du privat auch deine 2, 3 Wohnungen hast, die du vermietest zum Beispiel, und ein kleines Aktienportfolio, dass du das so als 2 Kreise siehst. Ja. Okay, alles klar. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps und die Learnings, gerne. Die du mitgenommen hast. Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema abschließend sagen möchtest? Ja, ganz wichtig ist, dass jeder sozusagen für seinen Traum brennt und dann auch wirklich das umsetzt. Ich sehe viele Leute, die sagen, es wäre super, wenn ich ein Unternehmen hätte, wenn ich selbstständig wäre, wenn ja. ich Kohle verdienen würde. Die machen es aber nie. Ja, es ist einfach, sich das suchen, was man wirklich gerne machen würde, und dort volle Energie hinein und auch fleißig sein und einfach Spaß haben dabei. Da gibt es aber 2 Fälle, muss ich dazu noch mhm. sagen. Also es gibt der eine Fall, die sehen neben der Schule, neben dem Studium zufällig irgendwas, das funktioniert und läuft, die kündigen dann das Studium oder verlassen ja. das Studium und werden erfolgreich. Ja. Und dann gibt es die Zweiten, die wollen, haben Bock auf was,
aber die finden nichts. Ja? Die wissen nicht, die haben nicht durch Zufall das richtige Ding gefunden, die müssen ja dann aktiv danach suchen. Und die richtig erfolgreich werden, sind meistens die, die zufällig auf ihre Passion gestoßen sind. Wenn man jetzt nicht weiß, was man machen soll, aber Lust drauf hat, wie findet man dann raus? Suchen, wie du richtig sagst. Suchen, du musst auf Seminare gehen, du musst mit Leuten reden, du musst einfach unterwegs sein, auf Messen gehen, ne? YouTube-Tutorials anschauen, deine YouTube-Videos anschauen und so weiter. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Heutzutage ist es ja genial, aber du kannst am Strand liegen oder zu Hause auf der Couch und statt fernzusehen, du musst einfach Research machen. Ja, oder mit einem Mentor einen Deal, den handeln wir jetzt noch aus. So ist es. Machen wir das Deal.